Shalom und Bonjour. Denn nach Frankreich fahren die Deutschen gerne in den Urlaub. Erst recht, wenn man dort eine Anlaufstelle hat. Verwandte, so wie ich, in Südfrankreich, in der Nähe von Carcassonne, der berühmten Stadt, unweit der Pyrenäen. Und wir wollten auch noch weiter nach Spanien. Und es war an einem Sonntag, als wir die Fahrt nach Spanien beginnen wollten und gingen sonntags natürlich in die Heilige Messe. In einem kleinen, schönen Städtchen am Marktplatz war die Kirche gelegen und es war richtig viel los. Nicht in der Kirche, aber draußen drumherum war Markt, wunderschön anzusehen. Und bevor wir in die Kirche hineingingen, suchten wir noch einen wichtigen Ort auf, nämlich die öffentlichen Toiletten. Die waren sehr bescheiden. Und dann sind wir hinein in dieses Gotteshaus. Und es bot sich ein interessanter Anblick. Denn vorne, links neben dem Altar, der eine wunderschöne Tischdecke hatte, très beau, da saß links in einem bequemen Sessel ein alter, ein sehr alter Priester und ruhte sich aus, so schien es. Aber nach und nach kam die ein oder andere Madame zu ihm hin. Es sah aus wie eine Audienz oder war es sogar eine Beichte. Auf jeden Fall blieb er einfach im Sessel sitzen. Die Damen standen neben ihm, vor ihm. Sie sprachen miteinander, solange bis dann bald die Messe beginnen sollte. Rechts neben dem Altar bemühte sich eine andere Madame. Sie war Küsterin, sie war später Lektorin, sie war Kantorin, sie ersetzte die Orgel und die Schola. Sie war eine gestandene Frau, die sicher nicht Priester werden wollte, aber ihren Mann dort stand. Vor Beginn der Messe stand dann der alte Priester auf, ging hinein in die Sakristei und wir waren alle gespannt, kommt er alleine heraus? Oder kommen Messdiener mit? Vielleicht so wie in St. Marien 12 oder mal 14, wie wir sie manchmal noch haben. Er kam mit einem Messdiener. Und das war so ein 3 Käse hoch. Ja, ungefähr. Vielleicht. Ja, genau, ungefähr so hoch. Also ein kleiner Junge, weiß gekleidet mit einem Gürtel, ungefähr so groß, begleitete den alten Priester. Auffällig war, dass er eigentlich gar nichts zu tun hatte. Er war viel zu klein, um ein Buch zu halten, und er saß die ganze Zeit. Er saß. Aber in dem Moment, wo der alte Priester anfing zu predigen, da, in dem Moment, in dem unsere Priester, unsere Messdiener und auch der Diakon sitzen, da stand er auf und stellte sich ganz nach vorne, etwas sogar noch vor den Priester, aber neben ihm und schaute den Priester an und der Priester schaute ihn ab und zu an, während er predigte. Und da kam mir das Bild aus dem Alten Testament in den Sinn. Moses im Kampf gegen die Amalekiter. Moses, der dazu beitrug, dass der Kampf gewonnen wurde, der aber Hilfe brauchte, damit er die Hände erheben konnte zum Segen. Und solange er die Hände erhob, wurde der Kampf gewonnen. Dieses Bild kam mir in den Sinn, als ich diesen kleinen Ministranten sah, wie er immer mal wieder zum Priester aufschaute und der zu ihm. Die beiden stärkten sich, sie inspirierten sich. Das war die einzige Aufgabe, die dieser Ministrant in diesem Gottesdienst, die er zu erfüllen hatte. Von diesem Gottesdienst sind wir dann auch inspiriert, dann nach Spanien gefahren. In Spanien besuchten wir eine Woche später sonntags auch einen Gottesdienst. Vor uns her lief ein Mann mit einem Keyboard auf dem Rücken, auf der Schulter. Das war der Organist, wie sich später herausstellte. Und im Gottesdienst, da saßen nur ältere Damen mit ihrem Fächer, es war ziemlich heiß und hier war es anders. Es gab keine Ministranten und in dem Moment, wo der Priester anfing zu predigen, setzten wir uns alle hin, die alten Damen setzten sich hin und auch der Priester setzte sich hin und begann zu
predigen, zu erzählen. Er hatte das Evangeliar in der Hand und es war sehr heiß und schwül. Und das kam mir doch sehr spanisch vor. Und ich dachte zurück an das Bild von dem kleinen, inspirierenden Ministranten, der zusammen mit dem Priester den Gottesdienst in Südfrankreich gehalten hatte. Ein Bild, was mir jetzt auch in den Sinn kommt, wenn ich unsere Priester sehe, wie sie heute die Stellung halten und alleine, fast alleine, die Gottesdienste in unseren Kirchen halten und damit uns auch begleiten und hoffentlich auch inspirieren und aus dieser Krise mit herausführen. Hasta la vista, au revoir, shalom uvracha, veletra ot.